Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir reden heute über eine schulmedizinische Ausrichtung, eine ganzheitliche schulmedizinische Ausrichtung, die der Psychoneuroimmunologie. Das Wort haben Sie bestimmt auch schon öfters gehört. Und heute habe ich einen Professor hier, der sich darin auch sehr gut auskennt. Aber mich interessiert, wie ein Immuntoxikologe plötzlich eine ganzheitliche Sichtweise auf den Menschen aufbaut oder ob das sogar Pflicht ist. Das ist der Teil der Sendung, die Sie gleich sehen werden. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch mal zeigen. Das ist nämlich der Professor Dr. Stefan Hockertz. Ganz herzlich willkommen, lieber Stefan. Hallo. Und als Immuntoxikologe, wo du mir in einer anderen Sendung erklärt hast, die Wirkung von Medikamenten zu prüfen, Nebenwirkung und, das ist das eine. Aber die Psychoneuroimmunologie ist ja eigentlich ein neues Feld. Das gibt es, glaube ich, kaum 50 Jahre, oder? Ja, ich bin ja von Haus aus eigentlich Immunologe. Also ich habe meine Grundausbildung, meine wissenschaftliche Grundausbildung in der Immunologie gemacht. Was heißt Immunologie genau für die Zuschauer? Immunologie ist die Lehre der Abwehrsituation des menschlichen Körpers. Da haben wir verschiedene Abwehrmechanismen, wie wir mit Fremdstoffen umgehen können. Das können Viren, Bakterien, das kann aber auch einfach Rußpartikel oder Asbest sein. Okay. Mit all dem, was wir in Berührung kommen, was nicht in uns gehört. Da haben wir ganz, ganz viele Abwehrmechanismen in uns. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Räuber und Gendarm. Mhm. Wir haben die Polizei in uns, das ist das Immunsystem. Und wer von außen reinkommt, das ist der Räuber, der hat eigentlich nichts zu suchen. Und die Polizei muss dafür sorgen, dass dieser Räuber wieder verschwindet, in Schach gehalten wird, weggebracht wird, vernichtet wird. So arbeitet das Immunsystem. Darf ich ganz kurz fragen, warum schaut man da nicht eigentlich generell, dass wir viel, viel mehr Polizisten in unserem Körper haben oder starke Polizisten, so richtige Fetzen da, oder? Muskulöse, die wirklich auch in Notsituationen jederzeit Herr sein können gegenüber den Räubern? Ja, auch da wieder der schmale Grat. Ganz, ganz wichtig. Natürlich Stärkung des Immunsystems, spannendes Thema, mit dem ich mich auch lange beschäftigt habe, wo wir dann letztendlich gleich auch nochmal auf PNI zurückkommen. Mhm. Aber Stärkung des Immunsystems durch Substanzen wie Zink, durch Vitamin D, Vitamin C. Einfache Substanzen, fast nebenwirkungsfreie oder eigentlich nebenwirkungsfreie Substanzen, die in unseren Körper gehören, von denen wir wissen, dass sie das Immunsystem stärken. Vorsicht! Immunsystem stärken, ja, ist sozusagen auf einem Hab-Wachsam-Level halten. Ich bin jemand, der auch immer vorsichtig damit umgeht, zu sagen, wir müssen das Immunsystem aktivieren. Bei einem gesunden Menschen reicht es zu stärken, nicht zwingend es zu aktivieren. Jetzt komme ich mal zurück zum Räuber und Gendarm. Wenn der Polizist, dieser von dir so gut beschriebene Polizist, der Starke, ja, ständig mit gezückter Waffe rumläuft, was passiert? Es kann mal sein, dass er den Kollegen erschießt, weil er plötzlich abdrückt aus einer Reaktion heraus. Noch schlimmer, er schießt sich selbst ins Bein. Ja, er rennt rum mit der gezogenen Pistole, die ist entsichert. Oder er wird müde irgendwann und legt sich hin. Oder er wird müde. Aber ich bleibe mal dabei, dass er sich selbst ins Bein schießt. Mhm. Dieses sich selbst ins Bein schießen des Polizisten, das nennen wir im Bereich der Immunologie Autoimmunität. Mhm. Das heißt, das Immunsystem beginnt, weil es ständig aktiviert, weil es ständig überaktiviert ist. Es beginnt plötzlich irrational zu reagieren. Es greift die eigene Leber an, es greift eigene Organe an. Oder es reagiert auf minimale Veränderungen, plötzlich hochaktiv. Das nennen wir Allergie. Das sind autoimmune Phänomene, die wir auch vermeiden müssen. Also hier, gerade im Immunsystem, dieses viel hilft viel, ist der falsche Ansatz. Intelligent, geschickt daherzugehen und zu sagen, die Schwächung eines Immunsystems, durch welche Gründe auch immer, hier wieder sozusagen zu stabilisieren, es zu stärken, da bin ich sofort dabei. Es ständig zu aktivieren, birgt die hohe Gefahr in sich, dass das Immunsystem gegen uns selbst vorgeht. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Das heißt, hier ne, dieses Gleichgewicht finden. Und das, denke ich, ist eine Angelegenheit. Ich habe 1999 zum Thema Immuntoxikologie habilitiert. Das war ein Thema, das gab es damals nicht. Niemand hat sich in der Toxikologie um Immunologie gekümmert. Und ich weiß noch, der erste Satz in dieser Habilitationsschrift, habe ich gesagt, dass das Besondere an der Immuntoxikologie ist, dass sie eine duale Situation schafft. Die Toxikologie betrachtet ja immer
Schäden, die von außen am Körper angerichtet werden. Mhm. Immuntoxikologie, also, wenn wir diesem Bild folgen, ein Schaden, der durch eine Substanz am Immunsystem angerichtet wird. In der Regel ist das eine Suppression. Die Zellen werden zerstört, sie funktionieren nicht mehr, es werden keine Botenstoffe mehr produziert und das Immunsystem wird beschädigt. Das ist auch nur die eine Seite der Medaille. Es gibt noch eine zweite Seite der Medaille, ist, dass ich das Immunsystem von außen so stark überreize, dass es gegen mich selbst vorgeht. Das ist auch Immuntoxikologie. Mhm. Deshalb ist immer diese duale Situation, selbst geschädigt werden, Suppression, selbst hochaktiviert zu werden, überaktiviert zu werden und damit autoimmun zu reagieren. Hat immer zwei Seiten. Ne? Das hat wirklich zwei Seiten, absolut. Ja. Und wie bist du jetzt aus diesem noch ausgebrochen und hast eigentlich dein Wissen erweitert, indem du noch eben mit der Psychoneuroimmunologie beschäftigt hast? Ja, das ist auch ein Thema seit fast 25 Jahren, wo ich mit meinem Freund Christian Schubert zusammengekommen bin. Christian ist Psychologe, der sich sehr mit der Entwicklung von Krankheiten beschäftigt, über die Psychosomatik, über Angst zum Beispiel, über die Auswirkungen, die in irgendeiner Weise auf die Psyche eine Rolle spielen, auch auf die Nerven eine Rolle spielen. Hormone als Botenstoffe spielen da auch eine große Rolle. Und da ich immer, auch als Biologin, die ganzheitliche Sicht verfolgt habe, auch immer gesagt habe, das Immunsystem hängt mit den anderen Makrosystemen im Organismus zusammen. Das steht nicht alleine. Es ist nicht unsere Aufgabe, nur das Immunsystem zu stärken. Das nützt überhaupt gar nichts, wenn nicht die anderen Makrosysteme mit eine Rolle spielen. Psyche und Nervensystem. Und ein Stück weit auch die ganze Hormonsteuerung. War es für mich schon ein Thema, sich eben irgendwo mit Psychoneuroimmunologie zu beschäftigen. Da gab es das Buch von Christian Schubert zu dem Thema. Darüber haben wir uns kennengelernt und haben unzählig viel darüber diskutiert, weil er kommt von einer ganz anderen Seite. Das ist übrigens, das ist toller wissenschaftlicher Diskurs, ja, abendfüllend, wo er kommt von der Seite der psychologischen Sehweise. Ich sage mal ganz brutal betrachtet, ich kann jede Krankheit mit einem guten Wort erklären und klären und den Menschen darüber wieder gesund machen. Ich sage, nein, Christian, kannst du nicht. Manchmal musst du auch das Immunsystem ein Stück weit stärken. Und da prallen dann diese Meinungen aufeinander. Und das kann man in den Diskurs lösen. Ich glaube, dass die Psychoneuroimmunologie genau diesen Weg geht. Wir können nur gemeinsam mit diesen drei Systemen den Menschen schützen, stärken oder auch wieder gesund machen. Es reicht nicht, wenn wir an einer Schraube drehen. Und so ist dieses Verständnis für diese Wissenschaft gekommen. Und dann ist es richtig. Ich bin lange Jahre europaweit bei den Pharmaunternehmen damit Werbung gelaufen und habe gesagt, wir sollten doch mal darüber nachdenken, Arzneimittel oder auch Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln, die sich auf die Psychoneuroimmunologie stürzen, die diesen Wohlfühlknopf finden, den Menschen sozusagen in eine ganzheitlich gute Situation zu bringen und nicht immer nur ein Augenmerk zu haben, wir müssen die Psyche behandeln, weil der ist psychisch krank. Oder wir müssen das Immunsystem behandeln, weil das ist gerade mal so weit unten. Sondern dass wir das eben mal zusammentun und sagen, vielleicht wäre es gut, ein Präparat, wie gesagt, das kann ein Arzneimittel sein, das kann ein Nahrungsergänzungsmittel sein, zu entwickeln, welches ganzheitlich sich dieser Frage annimmt. Ich habe bis vor kurzem, also bis, sage ich mal, vor einem Jahr, damit keinen Erfolg gehabt. So leid es mir tut, das muss man einfach mal eingestehen. Ich bin dort über viele, viele Jahre aber warum? Kein Erfolg? Weil reingegangen und bin erfolglos wieder raus. Warum? Weil letztendlich doch bis zu einem gewissen Zeitpunkt, gerade auch bei den Nahrungsergänzungsmittel-Suppliern, dort immer nur gesagt wurde, nee, wir müssen das Immunsystem stärken. Das ist auch einfach. Ich habe eine einfache, klare Ausrichtung und mache das nicht so breiter. Und die Frage war dann häufig zum Beispiel, ja, wie kann ich PNI messen? Wie kann ich das nachweisen? Und das ist natürlich viel schwieriger, als nur die Aktivierung des Immunsystems nachzuweisen. Da kann ich Parameter finden, Interleukin 1 oder Interleukin 6, die gebildet werden, also Botenstoffe, ne, die vermehrt auftreten. Dann kann ich sagen, oder eine Abwehrbereitschaft. Aber das reicht nicht. Und bei PNI ist es tatsächlich eher die Messung von Quality of Life, also die Lebensqualität, so zu erhöhen. Und da gibt es Messmethoden. Das ist vielen nicht bekannt. Ich kann heute die Qualität, Quality of Life, als
als Messmethode nachweisen. Das sind 35, manchmal 40 Fragen, die ich den Menschen stelle mit einem gewissen Algorithmus. Und ich kann feststellen, es geht ihnen besser, es geht ihnen schlechter. Und das ist die ganzheitliche Betrachtungsweise. Also, so wie ich auch gehört habe von Christian Schubert, ist es ja eigentlich so, dass eigentlich eine ganz neue Medizin entstanden ist, die eigentlich noch keine Lobby hat, aber eigentlich alles auf den Kopf stellen müsste. Ja, sie stellt deshalb alles auf den Kopf, weil wir mehr Parameter der Betrachtung haben. Wenn ich ausschließlich mir die Psyche betrachte oder ausschließlich das Nervensystem betrachte oder ausschließlich das Immunsystem, dann habe ich ein paar Parameter, die kann ich anwenden, kann sagen, okay, wenn das so läuft, ist besser. Wenn ich jetzt alle drei miteinander verbinde, dann habe ich eine Unzahl von Parametern, die sich gegenseitig sozusagen beeinflussen. Und vielleicht ein schönes Beispiel, wie überhaupt diese Psychoneuroimmunologie entstanden ist. Tatsächlich eine junge Wissenschaft. 40, 50 Jahre her, hat ein amerikanischer Forscher folgendes Experiment gemacht. Er hat Hunden ein Immunsuppressivum gegeben, also eine Substanz, die das Immunsystem schwächt. Und parallel dazu hat er ihnen einen Zucker gegeben, einen Süßstoff, der mit der Immunologie des Tieres überhaupt gar nichts zu tun hat. Er hat es einfach nur parallel gegeben. Und das hat er über 2 Wochen gemacht und konnte zeigen, immer wenn er das Immunsuppressivum gegeben hat, zusammen mit dem Süßstoff, der aber eigentlich gar keine Rolle spielte, wurde das Immunsystem geschwächt. Dann hat er sich die Tiere erholen lassen. Das war reversibel. Die wurden dann wieder aufgepäppelt und nach 3, 4 Wochen waren die wieder fit. Das Immunsystem war völlig normal. Und dann hat er ihnen nur Süßstoff gegeben. Das ist ja eigentlich das pavlovische Prinzip, oder? So ein bisschen ist es Pavlov, aber hier natürlich nicht bezogen aufs, ja, aufs Verhalten der Tropfen der Zahn, wenn ich das Essen sehe, sondern hier ist es bezogen tatsächlich auf das Immunsystem als ein Parameter, den ich messen kann. Und als er ihnen den Süßstoff gegeben hat, nur den Süßstoff, wurde das Immunsystem dieser vorbehandelten Tiere, die es so gelernt hatten, mit heruntergedrückt. Obwohl der Süßstoff überhaupt gar keine suppressive Wirkung hat. Aber da sind wir eigentlich vielleicht auch in der Placebo drin, weil das ist ja eigentlich der gewünschte Placebo, oder? Das ist ein Stück weit Placebo. Der Begriff Placebo hat so einen fürchterlich negativen Beigeschmack. Ja, ich meine es aber positiv. Weil und es ist Placebo ist für mich eines der besten Arzneimittel überhaupt, denn beim Placebo habe ich definitiv keine Nebenwirkungen. Sondern ich arbeite mit dem Gedanken, mit der Psyche, mit dem Nervensystem des Menschen und habe eine Auswirkung auf das Immunsystem. Ich habe eine Auswirkung richtig auch auf die Pathologie. Das ist kaum zum Fassen. Ich habe da gerade ein Buch gelesen von Professor Schröder, Hartmut Schröder über Placebo. Und da sind auch chirurgische Eingriffe aufs Knie gemacht worden oder eben placebomäßig nicht gemacht worden. Aber die Effekte waren die gleiche. Der Patient war immer zufrieden, schmerzfrei. Ich habe mich viel in meiner Forschung beschäftigt mit Tumortherapie und habe auch viele Gespräche mit Menschen geführt, die Tumore haben und die in ganz unterschiedlichen Situationen damit klarkamen. Wer seinen Tumor als Feind in seinem Körper versteht, der hat ein großes Problem, wirklich eine erfolgreiche Therapie damit durchzuführen. Wer seinen Tumor akzeptiert, wer sagt, das ist doch nur eine Zelle, die überleben wollte. Ja, aus welchen Situationen auch immer. Wer damit umzugehen versteht, wer sich nicht zwingend mit ihm anfreundet, aber sagt, es ist nicht mein Feind in meinem Körper. Die Umstände haben ihn zu dem gemacht, was er ist. Richtig. Ich bin schuld. Er hat eine viel größere Chance. Naja, ich bin schuld. Also ich bin beteiligt. Ich bin beteiligt. Schuld möchte ich da, ja, bin ja, ich ja, vorsichtig. Nehme ich auch aber weg. Wer bereit ist, sozusagen diesen Gedankengang zu pflegen, der hat eine viel größere Chance, damit fertig zu werden. Wer als Alkoholiker ist eine Erkrankung, ja? Wer als Alkoholiker seine Krankheit erkennt und sagt, es stimmt, ich bin Alkoholiker, nicht ich trinke ein bisschen viel, sondern ich bin Alkoholiker, ich bin krank, der ist schon halb geheilt. Weil er sozusagen die Akzeptanz mitbringt, weil er sich psychisch darauf eingestellt hat, da läuft was schief, einverstanden, ich muss was dagegen tun. Und andersrum auch. Also es ist wieder, ne, wir müssen immer beides beleuchten. Es gibt Menschen, die fühlen sich in ihrer Krankheit wohl. Das beobachten wir immer wieder. Beispiel. Da bricht sich eine ältere Dame ein Bein. Die ist eigentlich völlig allein gewesen. Sie war immer allein gelassen. Jetzt hat sich das Bein gebrochen. Plötzlich kommt die ganze Verwandtschaft und kümmert sich um sie. Das Bein heilt nicht aus. Weil sie sich in ihrer Krankheit plötzlich so wohl fühlt, weil sich ja alle plötzlich um sie kümmern. Ein gesellschaftspolitisches Problem, gar keine Frage. Ich will der Dame auch gar keine Schuld zuschieben. Aber ist es tatsächlich die Situation, dass der Krankheitsprozess
das Ausheilen des Beines bei ihr unglaublich lange dauert. Weil sie natürlich merkt, ich werde beachtet, die Leute kümmern sich um mich. Aber ist das nicht alles Magic? Das ist doch einfach. Nein, das ist Psycho und das, ist auch PNI. Das ist faszinierend. Was haben wir für eine Macht in unserer Psyche? Richtig. Und das ist genau der Punkt der Psychoneuroimmunologie, dass wir das nicht vernachlässigen dürfen. Wir kennen das doch alle. Wir haben negativen Stress. Der Chef ärgert uns ständig. Wir stehen unter Druck. Es nervt. Ja? So eine Begrifflichkeit, die wir ja immer ausdrücken. Und dann fangen wir uns auch gleich noch so eine blöde Atemwegsinfektion ein. Also irgend so ein Rhinovirus oder was auch immer, was wir uns da eingefangen haben. Das ist immer das Gleiche. Ja. Oder kaum geht man in Urlaub, ist man krank, weil man loslässt. Genau. Oder Herpes oder was auch immer. Ja, ja. Oder eine bakterielle Infektion. Genau. Weil unser Immunsystem einfach mit den anderen Systemen ganz, ganz eng in Verbindung steht. Und es spürt letztendlich, wenn wir psychisch angeschlagen sind, wenn wir genervt sind, wenn unser Nervensystem nicht so funktionieren soll, wie es funktioniert, dann gibt es tatsächlich diese Interaktion. Und auf der anderen Seite eben genau das Beispiel, wenn ich glücklich bin, wenn ich zufrieden bin, wenn ich in mir selber ruhe, kannst du nicht krank werden. Keine Chance. Aber dann kehren wir das jetzt mal um. Wir hatten in der letzten Vergangenheit, ich erwähne es jetzt auch per Namen, sehr viele mediale Schlachten gehabt, die uns Angst macht. Man hat Angst gehabt vor Maske, man hat Angst gehabt von der Impfung, man hat Angst gehabt von den Nebenwirkungen von Impfung, man hat Angst gehabt, dass man trotz Impfung wieder angesteckt werden kann. Jetzt haben wir gerade Angst vom Dritten Weltkrieg, wir haben Angst vor Kälte, dass wir erfrieren, weil wir nicht mehr heizen können. Alles, was in letzter Zeit so kommt medial, macht uns Angst. Was passiert in unserer Psyche mit unserem Immunsystem, wenn wir das zulassen in unserem Körper? Und wir können sie ja fast nicht ignorieren, diese Angst, die immer wieder gemacht wird. Es ist eine Überforderung. Es ist letztendlich eine psychische Überforderung. Wenn ich ständig Ängste mit mir herumtrage, wenn ich die Ängste zulasse, wenn ich nicht in mir ruhe, wenn ich nicht ein Stück weit auch mal Vertrauen habe, Vertrauen in mich, vielleicht auch Vertrauen in Gott, das gehört mit dazu, in welchen auch immer, wie auch immer der heißen mag, das können wir außen vor lassen. Aber in eine höhere Macht, die es gut mit mir meint. Wenn ich dieses Vertrauen nicht habe, dann überfordere ich mein psychisches System ständig. Es kann sich nicht mehr damit beschäftigen, womit es sich eigentlich beschäftigen sollte, nämlich, dass ich im Einklang mit mir und meiner Umwelt stehe, sondern ich ängste mich nur noch. Wir wissen das, aus Angst entsteht Panik. Panik ist etwas, was uns überhaupt nicht weiterhilft. Angst ist im Grunde wie Schmerz, ein natürliches System, was uns ja schützen soll, Fehler zu begehen. Und hier ist es wieder tatsächlich so, der Schmerz ist ja dazu da, dass wir die Hand von der Herdplatte runterziehen. Sonst würden wir sie drauflassen, würden schwerste Verbrennungen erleiden. Und das würde auch nicht mehr zu reparieren sein, weil die Haut einfach nicht nachwachsen könnte. Wir würden also wirklich uns selbst verstümmeln. Dadurch, dass wir es kurz anfassen und spüren den Schmerz auf der heißen Herdplatte, ziehen wir sofort die Hand zurück und sagen, das ist gefährlich. Das ist eine Warnung und die ist gut so. Jetzt gibt es aber Schmerzen, die sich verselbstständigen. Gürtelrose ist so ein klassischer Fall. Herpeszoster. Es gibt Menschen, die sterben an dem Schmerz von Herpeszoster, weil er unglaublich stark ist, weil er unglaublich schlimm ist. Und das hat mit der Warnung nichts mehr zu tun. Ja, das ist, wie ich immer sage, wie Paracelsus. Die Dosis macht das Gift. Eine leichte Dosis von Schmerz schützt uns. Die hohe Dosis an Schmerz, wie bei Herpes Zoster, bringt die Menschen um. Das Gleiche gilt für Angst. Eine gewisse Vorsicht, ein gewisses vorsichtig Herangehen an das eine oder andere schützt uns vor Schaden. Und das könnte man auch Angst nennen, sofern sie uns diese Angst nicht lähmt. Die lähmende Angst, also das Sitzen des Kaninchens vor der Schlange und diese Angst des Kaninchens nicht mehr weglaufen zu können, diesen Fluchtreflex nicht mehr zu haben, bringt das Kaninchen ja um, weil die Schlange zack zubeißt und das Kaninchen ist tot. Hätte das Kaninchen nur Vorsicht gehabt, erkennt die Schlange, weiß, da sollte ich Angst vor haben und hat den Fluchtreflex und rennt weg, hat die Schlange keine Chance. Das ist genau wieder auch hier die Dosis der Angst, ist das Gefährliche. Und das ist schon richtig. In den letzten 2 Jahren haben die Massenmedien eine Überdosis von Angst verbreitet. Aus welchen Gründen auch immer. Was dahinter steckt, möchte ich mich gar nicht so äußern. Aber eins ist klar.
Es wurde Angst, es wurde Furcht verbreitet vor Dingen, die wir zwar betrachten sollten, ja, wo wir uns mit beschäftigen sollten, wo wir vielleicht auch was dazulernen sollten. Wir haben ja auch die Erfahrung gemacht als Menschen, dass Angst immer dann entsteht, wenn wenig Information da ist. Ich habe automatisch vor etwas Angst, was ich nicht verstehe. Weil ich sage, ich fange dann an, hinein zu interpretieren. Was könnte denn alles geschehen? Und mir ist so aufgefallen in den letzten zweieinhalb Jahren, dass Menschen, die sich da Wissenschaftler nennen, immer mit, es könnte, es würde, ich vermute, es könnte sein, vielleicht, dass sie mit solchen Begrifflichkeiten arbeiten. Und damit kann ich natürlich Angst hervorrufen. Mit Vermutungen, mit Eventualitäten, nicht mit Fakten. Mit Fakten ist es ja letztendlich so, dass ich angstlösend wirke. Wenn ich dem Menschen ganz klar sage, so sieht die Gefahr aus und so kannst du etwas dagegen tun, dann ist es eine ganz klare Ansage und ich kann es auch beweisen, dann hat der Mensch auch keine Angst mehr. Er hat das Problem erkannt, er kann damit umgehen, er bekommt mehrere Lösungsmöglichkeiten und so ist das eigentlich total angstlösend. Wann ist denn die Verantwortung letztendlich für das Handeln auch, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt das Wort Medien nehme, wenn man so viel Ängste hinausträgt, weiß man jetzt aus der Psychoneuroimmunologie, dass der Mensch darunter leidet? Ja. Das Immunsystem wird runtergehört, manche Menschen werden sogar krank wegen der Angst. Ja. Da frage ich mich schon, wo ist denn die Verantwortung seitens der verbalen Berichterstatter hier einen Wechsel zu machen, sagen, wir haben von dieser Wissenschaft gehört, das ist Schulwissenschaft, das ist bewiesen, das ist eine Tatsache, wir müssen aufpassen, wie wir kommunizieren. Also ich möchte mich nicht in Medienschelte ergehen, wir sitzen ja jetzt selber hier vor der Kamera und ist ja letztendlich auch Medium, was wir machen. Ich denke, dass bei vielen, die diese Angst verbreiten, auch Unwissenheit eine Rolle spielt. Andere Antriebe, die ich ganz schlecht beurteilen kann, Ideologien, Politik, was auch immer da eine Rolle spielt. Quoten, ich glaube halt immer wieder, sind auch die Quoten, die ja, eine schlechte bringen. Nachricht, das wissen wir doch heute. Eine schlechte Nachricht bekommt eine höhere Quote als eine gute Nachricht. Ja, wir haben es mal versucht mit Good News. Also das wollte ist natürlich, auch sehen. Wenn ich immer wieder von Katastrophen erzähle, dann habe ich dieses Gaffer-Prinzip. Ja? Niemand schaut hin, wenn der auf der Autobahn, wenn der Verkehr vernünftig läuft. Aber es gibt unglaublich viele Menschen, die dann einfach stehen bleiben und sich den Unfall anschauen, weil sie einfach, keine Ahnung, toll finden oder wie auch immer. Ich habe dafür immer wenig Verständnis. Aber das ist ja das Prinzip, nach dem Menschheit im Moment funktioniert. Mhm. Das heißt, die schlechte Nachricht, die Katastrophe. Und wenn wir heute diese Blätter aufschlagen, dann sehen wir ja immer nur Katastrophen. Es wird nicht berichtet, wie es gut geht und wie gut es uns eigentlich geht. Oder es wird auch nicht wirklich mal wertfrei eine Information gegeben, die mir eine Einschätzung einer Gefahr zulässt. Und da können wir über viele Gefahren oder viele Dinge sprechen, sei es gesundheitliche Dinge, sei es Umweltgefahren, die es gibt. Wir reden da ja nicht offen drüber. Es werden Meinungen dargestellt, aber es wird viel zu wenig klare, rationale Wissenschaft dazu gebracht. Und was natürlich eine echte Schwierigkeit ist, Wissenschaft benutzt eine eigene Sprache. Und viele Menschen verstehen die nicht. Und da wird es dann mit Begrifflichkeiten ganz eng. Jeder von uns weiß das. Man sitzt beim Arzt und der Arzt erzählt einem mit lateinischen Worten irgendetwas über seinen eigenen Körper. Und hinterher sagt man, bitte, was hast du eigentlich wirklich gesagt? Man hat kein Wort verstanden. Das nützt uns gar nichts. Im Gegenteil, das schafft Ängste. Mit den Worten des normalen, ausgebildeten, normalen Menschen es zu erklären. Ich glaube, das ist Aufgabe von Wissenschaft. Und das ist etwas, was ich in den letzten Jahren durchaus ein Stück weit vermisse. Also es ist eigentlich schon ein ganz wertvoller Weiterbildungsbereich oder irgendwann auch hoffentlich auch universitär, dass die Mediziner und Ärzte mit begreifen und verstehen, dass die Psyche immer einen wichtigen Punkt in der Heilung darstellt. Ja. Aber letztendlich durch das umgekehrte Fall auch Nocebos ausgelöst werden könnten und letztendlich daraus wieder Krankheit entsteht. Ja,
diese Gedanken oder diese Wissenschaft, über die wir sprechen, die von Christian Schubert ja letztendlich in Buchform hervorragend dargestellt worden ist, worüber wir viel diskutiert haben, hält eben aber bisher in auch der medizinischen Ausbildung nicht wirklich Einzug. Also, warum? Er hat ja alle Fakten auf dem Tisch. Mir sagt er immer, es ist alles gesagt, alles liegt da, wir müssen nicht mehr diskutieren, die Beweise sind erbracht. Das ist wohl wahr, aber wir müssen es doch den handelnden Personen näher bringen. Und das können wir nur im Studium bzw. in der entsprechenden Weiterbildung. Und da herrscht im Moment, also es ist ein steiniger Weg, ein langsamer, steiniger Weg, um überhaupt die ganzheitliche Sicht mal mit hineinzubringen und auch nicht in die Esoterik abzurutschen. PNI ist nicht esoterisch, aber es wird natürlich schnell in die Esoterik verpflanzt, indem man einfach sagt, ja, Gott, das ist irgendwas Homöopathisches, Esoterisches, das können wir nicht begreifen. Eben, weil man es nicht begreifen kann, weil man sich damit nicht wirklich beschäftigt hat, welche Interaktionen es zwischen diesen drei Systemen gibt. Man muss schon die Bereitschaft haben, sich damit zu beschäftigen. Und ja, das ist jetzt ein grundlegendes Problem. Wir müssen die Bereitschaft haben, uns in der Medizin mit dem ganzen Menschen zu beschäftigen und nicht nur mit einem Organsystem. Ja, aber ich meine, ich als Amateur, ich meine Laie, kann ich sagen, ich meine, wer erklärt mir, was Leben ist? Wer erklärt mir, dass das alles funktioniert? Und einfach dieses mechanische Weltbild, schnell mit Ersatzmaterialien zu agieren im Körper. Die Summe aller Teile macht keinen Mensch. Der Mensch ist keine Maschine und ich glaube, sollten wir auch bei bleiben. Also wir kommen ja schnell jetzt in den Begriff des Transhumanismus. Grässlich in meiner Vorstellung, also ganz als meine persönliche Meinung. Da könnte man auch eine Sendung darüber machen. Ja. Das ist sehr zeitgemäß. Der Mensch ist absolut keine Maschine, sondern und er ist auch nicht die Summe all dessen, was ich da zusammenwerfe. Das ist immer das Schöne, auch in der Diskussion mit Christian Schubert, wenn ich sage, und wo ist jetzt die Seele? Es gibt ja ganz häufig Diskussionen, auch mit Psychologen, mit Gehirnforschern, wo man dann die Frage stellt, wo hast du die Seele gesehen? Wo ist dieses Organ? Ganz spannende Fragestellung. Ich hatte mal mit jemandem gesprochen, der ein neues Herz gekriegt hat durch eine Herztransplantation. Und der hat mir gesagt, er wisse alles über die andere Familie vom Spender. Und da dachte ich mir, da geht jetzt wirklich etwas auf, ein Fass auf, wo man unendlich viel diskutieren muss. Mhm. Aber ich höre es leider noch nicht. Da wissen wir nicht ganz wenig darüber. Und ich glaube auch schon, dass sich da natürlich unser christliches Verständnis mit dem vermischt, was wir als Mensch darstellen. Und eben zum Beispiel, der Mensch als Hülle kann sterben, die Seele nicht. Wenn ich daran glaube, dann fange ich an, mich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich Seele? Also wir kommen da jetzt sehr auch in den philosophischen Bereich rein. Aber das tut doch gut. Das ist Herzensfutter. Und darüber müssen wir eine Sendung machen, weil das sind ja wirklich die Dinge, die uns wirklich weiterbringen. Mhm. Da glaube ich auch. Da hat mir mal kürzlich jemand gesagt, eine Dame, eine Tochter eines Lamas, buddhistischer, tibetischer Herkunft und ein buddhistischer Mönch, der auch da war, auf die Frage hin, was ist der Sinn des Lebens, haben beide gesagt, gutes Karma mitzunehmen. Naja, da sind wir wirklich im Spirituellen drin, aber weißt du, das ist was Gutes. Ich glaube auch, dass die Verbindung, gibt es viel zu selten eigentlich, die ist die Verbindung zwischen Medizin, Naturwissenschaft und diesen Fragestellungen, die philosophischen Betrachtungen da sind, das gibt es viel zu wenig. Hängt einfach damit zusammen, dass wir zum Teil einfach wirklich gefangen sind in unserer Wissenschaft und versuchen damit natürlich alles abzuklären. Wenn wir vielleicht nochmal darauf zurückkommen, die Funktion der Makrosysteme des Organismus uns betrachten und das versuchen, rational zu erklären, kommen wir ganz, ganz schnell an Grenzen. Wenn wir uns allein das Immunsystem angucken und deren Wechselwirkungen, deshalb ist es ja manchmal so schwierig, Immunologe zu sein, weil es unglaublich viele Wechselwirkungen gibt, dann ist es so schwierig zu begreifen, wie das eigentlich evolutiv entstanden sein sollte. Ich stehe häufig davor und sage, nö. Das kann nicht mehr Evolution gewesen sein, das kann nur Schöpfung gewesen sein. Frage, was ist Schöpfung? Mhm. Und dann sind wir bei Gott. Mhm. Und der hat Schnipp gemacht und dann war das da. Und das ist, denke ich, etwas, was wir in der Wissenschaft, wo wir immer nach Ratio suchen, ne? Wo wir immer eine Rationale haben müssen, wo wir immer eine Begründung haben müssen, wo wir immer am besten gleich wissen sollen, wie in der Mathematik, ja? 1 und 1 bleibt 2 und nicht 3.
Aber wir haben gute Begründung dafür und können das immer wieder beweisen. In der Physik können wir das auch beweisen. Der Apfel fällt immer runter. Ja? Wir haben immer eine Erdanziehungskraft und so weiter. Da gibt es Gesetze. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir in der Biologie eigentlich nur ein einziges Gesetz haben? Der Rest sind Richtlinien, Hypothesen, aber Grundsätze. Es gibt aber keine Gesetze. Das einzige ist das Haeckelsche Gesetz. Die Phylogenese ist eine verkürzte Form der Ontogenese. Nee, Entschuldigung, andersrum. Die Ontogenese ist eine verkürzte Form der Phylogenese. Also all das, was wir erleben in der Entstehung des Menschen, sehen wir im Groben wieder in der Entstehung der Lebewesen. Also vom Fisch über das Amphibium. Ne? Wir entwickeln zwischendurch Kiemen im Mutterleib. Mhm. Wir sehen aus wie so ein kleiner Fisch. Dann sehen wir aus wie so ein kleines Amphibium. Und dann werden wir langsam zum Menschen hin, zum Säugetier. Und das hat Haeckel mal beschrieben. Und witzigerweise ist das, jedenfalls in meiner Ausbildung, das einzige Gesetz, was mir unterkam. Der Rest sind einfach alles unfassbar. Nur Hypothesen im Bereich der Biologie und der Medizin. Es hat schon seinen Grund. Jetzt kommt mir gerade noch die Quantenphysik in den Sinn, wo ja auch mit dem Beobachtereffekt doch auch noch sehr vieles mit der Psyche zeigt, oder? Wie doch irgendwo ohne Raum, Zeit, doch Veränderungen möglich sind, nur durch die Beobachtung. Das ist auch jetzt ein großes Fass, das da aufgeht. Da kommen wir jetzt schnell zu Albert Einstein, den ich unglaublich verehre. Und ich habe eine Zeit lang mein Büro in der Albert-Einstein-Straße gehabt. Da habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut, leider. Mhm. Das war noch in Hannover. Leider ist das vorbei. Das muss ich einfach mal sagen. Albert Einstein, ein grandioser Physiker, gar keine Frage. Aber für mich noch ein viel besserer Philosoph. Er hat schöne Sachen gesagt. Oh, am buntesten auf der Tasse ist vielleicht doch Gott. Zum Beispiel, oder was mir immer jetzt aus der heutigen Zeit immer so sehr entgegenkommt, ne? Wenn das Ende der Welt naht, ist das Letzte, was wir hören, ein Experte, der uns sagt, das sei eigentlich nicht möglich. Albert Einstein. Ehrlich? Ja. Oh, wir machen eine Sendung über seine Zitate. Wunderbar. Super. Herzlichen Dank, lieber Stefan. Danke für diese Erläuterung und diese wertvolle, schöne Sendung. Und ich wünsche dir wirklich auf deinem Weg ganz, ganz viel Glück auch weiterhin. Danke. Und was mir auch so gut gefällt, hier sitzt ein Wissenschaftler, der sagt, ich weiß noch fast nichts. Und die Welt ist viel größer als das, was ich schon gesehen habe. Du bist einfach offen für den Dialog. Mhm. Und das macht für mich eben auch einen guten Wissenschaftler aus. Das macht mir auch einen guten Arzt aus, der einfach offen ist für weitere Sichtweisen. Und die PNI ist hier ein ganz, ganz wertvoller Punkt innerhalb der neuen Medizin. Danke ganz herzlich. Mhm, gerne. Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Danke fürs Zusehen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.